Moin zusammen und herzlich willkommen zurück in den Tricky Doors. Nun denn, wir haben den Zug beendet, wir gehen in den Zirkus, ne? 20, ja, passt, wir haben noch zwei Vorsprungen, wir könnten sogar Maß nehmen. Egal, wir gehen der Reihe nach vor. 11. Folge 11, der Zirkus. Ohne Clowns, Akrobaten und Tiger macht Zirkus nicht viel Spaß, obwohl die roten und gelben Farben hier entzückend sind. Alle Räumlichkeiten stehen dir zur Verfügung, aber es gibt keinen Grund, sich hier lange aufzuhalten. Mach dich auf den Weg hinter die Bühne und finde die Tür nach draußen. Okay, spielen. Ja, bitte. So, na denn. Ach ja, das sieht ja ganz nett aus hier. Okay, was haben wir da? Die Keule nehme ich mit. Ein Löwe oder Tiger könnte diesem Käfig sitzen, aber jetzt ist eine Kiste daran eingesperrt. Akrobaten benutzen solche Geräte in ihren Shows. Athleten benutzen Kugelhanteln, um die Zuschauer mit ihrer Kraft zu beeindrucken. Ja, da steckt doch was drin, sehe ich doch genau. Oh nein, ein dünnes Sägeblatt steckt in der Box. Ja, okay, können wir hier oben auch irgendwo an? Manche Menschen wurden nicht beigebracht, wie sie ihren Müll aufsammeln können. Ja, gut. Ja. Hier, da ist ein Schlüssel. Sehr cool. Haben wir schon einen gesehen. Der Mechanismus ist nicht vollständig. Komme ich denn da irgendwie? Nee, komme ich nicht dran. Okay. Da scheint auch noch was zu sein. Der Saalplan. Oh, hier, das sieht doch ganz gefährlich nach einem. Eine Punkte sind ja besser, das zu bedeuten. Ja, das ist garantiert irgendwie eine Lösung zu irgendwas. Ich weiß allerdings noch nicht zu was, deswegen ist es auch egal. Oh, da komme ich nach oben. Ach, oh, okay, was soll ich tun? Diese Luftballons kann ich mit ein paar gezielten Würfen zum Platzen bringen. Ja, ich habe aber noch nichts zum Werfen. Schade, da komme ich auch noch rein. Oh, das ist ja richtig groß diesmal. Besitztümer von Artistenkostümen, es gibt so viele unterschiedliche Dinge. Den würde ich gerne mitnehmen. Sieht aus, als wäre es eine Art Vereinbarung. Wurfsterne in der Zielscheibe, aber ich kann ihn nicht herauspokeln, ne? Okay. Ein Einrad, alt und rostig. So viele Sachen, so viele Dinge. In diesen Diamanten ist etwas drin. War etwas drin. Überall liegen Papiere verstreut. Hier, Kaninchen. Sieht aus, als hätte der Zauberer vergessen, dieses süße Kaninchen aus dem Hut zu nehmen. Oh, Entschuldigung, musste husten. Wie Zeug für Stellenreparaturen von Kleidung und Kostümen. Künstler, bla bla bla, nichts anfassen. Okay. Ja, damit kann ich noch nichts anfangen. La la la. Hier könnte ich was tun. Oh, okay. Erinnert euch noch daran? Ein paar Knöpfe fehlen. Oh, okay, das auch noch. Gut. La la la, da ist auch noch etwas. Der Koffer ist verschlossen. Nur den Schlüssel haben wir schon gefunden. Was ist das hier? Vertausche die Elemente so, dass die Zacken in die Rillen passen. Oh, okay. Gut, also. Dann braucht es erstmal. Den. Oh. Ja, gut. Welches ist der? Das da ist der Runde. Okay, der zuerst. So, dann der dreieckige. Dieser hier. Na. Dann der quadratische. So. Okay. Na, okay. So, du kommst hier raus und du. Oh, das geht gar nicht. Hey, das ist nicht in Ordnung. Da bleibt einer übrig. Okay. Ja. Dann machen wir das halt eben so. So, ne? So und so. Jetzt aber. Und juhu! Ein Schraubenschlüssel und ein Griff für die Dings da. Die Brille ist kaputt, aber die Bügel fehlen. Okay. Gut, Sägeblatt haben wir schon. Irgendwas hier, kann ich das losschräubeln? Der Verschluss ist zu rostig. Ah, ich muss erst Öl finden oder so. Okay, nee, halt das nicht. Da haben wir nix, glaube ich. Nix, okay. Halt mal. Moment, Augenblick. Das ist nichts. Ich frage mich, was die Geschichte hinter diesen Löchern ist. Heruntergefallene Requisiten? Schlechte Probenarbeit?
Komme ich da oben auch noch dran? Oh, ich komme da dran. Da ist ein Wurfstern. 1 von 5. Cool. Das heißt, den anderen muss ich da auch noch rausbrokeln. Der Klang von Trommeln verleiht jeder Aufführung eine besondere Note. Da ist doch bestimmt was drin, ne? Da ist doch bestimmt was drin. Okay, versuchen wir es erstmal hier mit der Säge. Klasse, passt. Oh, ich hoffe, da steckt niemand drin. Das Zahnrad nehme ich mit. Ah, sieh an. 1 von 5 und Knöpfe. Okay, 1 von 2. So. Bam, bam. Ja, nee, da komme ich noch nicht hin. Okay. Das ist nichts. Hier ist auch noch was. Das nehme ich mit. Eine Flasche. Ist da um Knöpfe? Ah ja. Ist in der, nee, in der Flasche scheint noch nichts drin zu sein. Ansonsten ist es hier ziemlich dunkel. Okay, die Knöpfe. Muss ich mir das merken? Welcher wird denn wohl der richtige sein? Es sind beide identisch. Einige sind grün, einige sind rot. Also ein L, ein halbes L. Oh je, wir wechseln mehrfach hin und her, ne? Okay, so. Also, ja, ein L, ein halbes L. Jetzt weiß ich schon nicht mehr weiter. Und dann geht es wieder vorne los. Alles klar, ich brauche meine Kamera. Ich gehe zurück, so. Da und genau. Okay, also Kamera. Oh, jetzt, das war so klar. Ist wieder Passwort geschützt. So, also Kamera. Zack, da dran und dann zurück und da rein. Das finde ich doof, dass die Sachen hier nicht bleiben. So, das weiß ich noch. So, jetzt brauche ich das Foto. Where is the Foto? Da geht es in derselben Zeile diagonal nach unten. Und einer da und einer dort. Oh, ups. Entschuldigung. Spannungswert lesen, einzelne Elemente abschalten. Lass mich raten, jetzt ist es da hinten hell. Ja. Ach, das sieht aber nett aus hier. So ein 50er, ne, 60er Jahresstil wohl. Okay, den haben wir schon mal. Da unten gibt es Äpfel. Die Äpfel sind in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet. Aha. Das nehme ich nicht mit. Es ist keine gute Idee, Kartoffeln zu essen, die eine ganze Nacht auf dem Tisch vergessen wurden. Ja, das stimmt. Hier kann ich etwas frittieren. Das Öl ist sauber. Hehehehe. Ihr wisst, was das bedeutet. Okay, da unten ist auch noch was. Das ist aber nicht für uns gedacht. Es gibt keine andere Möglichkeit, eine leckere Kruste zu bekommen. Hier brauche ich noch einen Schlüssel. Wunderbar. Die Stühle scheinen bequem zu sein. Man bekommt Lust, sich hinzusetzen und zu entspannen. Dort. Oh. Okay. Die Farben müssen etwas bedeuten. Sollte ich ein Foto davon schießen? Wisst ihr was? Ich schieße mal ein Foto davon. Wie wäre das denn? So. Zack. Okay. Ich habe ein Foto geschossen. Gott. Hier hinten. Popcorn. Die Maschine wird mit einer sehr speziellen Marke gestartet. Wer weiß, wie lange das da schon dann rumliegt. Okay, sieht aus, als gäbe es hier ein Versteck. Kann ich da rumbogen? Nee, ich brauche diese Marke, ne? Ja. Okay, hier gibt es Musik. Der Griffschalter ist Grammophon ein, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um Musik zu genießen. Bist du sicher? Kann ich denn was anderes mitnehmen? Nee. Und da hinten ist auch noch einer. Oh, cool. Der Clown hält in der Hand eine Keule. Natürlich tut er das. Da komme ich nicht rein. Die Fenster sind stark verdunkelt, sodass das Licht von außen kaum sichtbar ist. Okay. Lass es uns mal mit dem Öl probieren. Hallo? So, Öl. Genau. Alles da drauf, natürlich. Viel hilft viel und so, ne? Kette. Und ein Zahnrad. Schuss mit allen Rädern verlieren, beschleunigen. Ja, genau. Okay, an das Zahnrad komme ich nicht dran. Eine Kette. Was mache ich denn damit? Übrigens, kann ich hier irgendwie dran rumprokeln? Nee. Nee, schade. Mit der Kette vielleicht dran ziehen? Nee. Wird auch nichts. Das ist nicht, noch nichts für uns, ne? Ja, was haben wir denn noch? Da. Irgendwas ist hier mit dem Kaninchen. Hm? Nö.
Ching, auch nicht. Okay. Praktische Schminkspiegel und so. Sonst hatten wir hier erstmal nichts, ne? Oh, warte mal, zwei Zahnräder, die kamen hier dran. Cool. Was jetzt? Die Zahnräder müssen miteinander verbunden sein, dachte ich mir schon. Was jetzt? Es fehlt immer noch etwas. Was fehlt denn? Ich muss es noch festziehen. Nee. Dieser Mechanismus senkt die Kette, die unter der Kuppel hängt. Ja, aber was fehlt denn? Okay, kann ich mit dem Lineal was machen? Es fehlt so ein Anlasser, ne? So ein Drehhebel oder so. Hier ist nichts mehr weiter. Tapez. Okay, so. Ich habe erst drei von den fünf. Kann ich hier irgendwas mitmachen? Nein, das geht nicht. Okay, kann ich hier oben irgendwas denn? Nee. Losschrauben kann ich nichts. Mit dem Lineal irgendwas? Nee, auch nicht. Irgendwas Hebeliges könnte ich hier doch bestimmt benutzen, oder? Leider nicht. Tja. Da geht es nur da hoch, aber ich habe erst 3 von 5 Wurfsternen, deswegen bringt das nichts. Okay, also irgendwas sollte ich hier wohl machen. La 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 la. Nix, 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 nix. Hier brauche ich den Schlüssel, das bringt gar nichts. Halt, Moment, vielleicht kann ich ja mit hier mit dem Bleistift darum. Nein, das war keinen Versuch wert. Okay. Das hatten wir schon. Kann ich den öffnen? Ohne Griff kann ich den Kühlschrank nicht öffnen. Aber vielleicht. Nee, das geht auch nicht. Was? Was war da mit Budget? Künstliche Blumen sehen billig aus schon, aber das Budget. Ja, das stimmt wohl. Hier fehlt uns die Marke. Und ich kann da wahrscheinlich auch nicht dran rumfummeln, ne? Die Stühle, bla bla bla. Ich könnte diesen Griff hier echt gut gebrauchen. Warum ist das nicht der richtige? Ah, doch. Ja, siehst du, so geht das nämlich. Okay. Mit dem Griff sollte ich doch jetzt hier vorne dran kommen, oder? Tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Rums, rums, rums. Oh nein. Irgendwas ist hier noch kaputt. Ordne die Zahnräder an, um die gesamte Kette in Bewegung zu setzen. Was? Okay. Ah, zu klein. Ah, zu klein ist ja ein Ding. Nein, das funktioniert nicht. Das ist zu groß. Die beiden sehen identisch groß aus. Welcher ist denn mal? Der ist ein bisschen größer. Halt! Den da möchte ich gerne. Okay, das funktioniert. Jetzt einen etwas kleineren vielleicht. Der ist zu klein. Cool. Das da. So, wie geht's weiter? Ich könnte um. Muss ich alle verwenden? Oder reicht es nur eine Auswahl? Na, komm schon. Reicht es eine Auswahl zu verwenden? Der ist nicht groß genug. Das sieht gut aus. Nee. Die anderen scheinen mir zu groß. Ja, die anderen sind zu groß. Okay, das heißt aber, dass es hier dann nicht lang funktioniert, ne? Das ist nicht der richtige. Oder ich muss einen richtig großen nehmen. Nee. Das scheint nicht der. Na komm schon. Das scheint nicht der richtige Weg zu sein. Der ist ein bisschen kleiner. Hä? Reicht auch nicht. Aber guck mal, das wäre eine Möglichkeit. Und wenn ich hier den hinsetze. Passt nicht, ne? Jetzt über unten gehen. Warte mal, so. Nee. Nein. Okay, und ein größeres Rad haben wir hier nicht, ne? Nee, die sind alle kleiner. Okay. Ja, das funktioniert dann nicht. Hey, weg. So, das größte Rad hier, das bringt natürlich auch nichts. Okay, also das ist nicht der richtige Weg. Dann lass es uns doch mal. Na, zu klein. Nehmen wir den da. Jupp. So, und hier jetzt das große Rad. Ach, das geht auch nicht. Es reicht nicht. Unglaublich. Vielleicht bin ich hier auch schon falsch abgebogen, kann das sein?
Weiß ich nicht. Komm mal wacker bei mich bei. Das funktioniert nicht. Okay. Das geht nicht. Nee, warte mal. Das geht nicht. Wie habe ich denn das eben hingekriegt? Nicht mit dem. Die sind alle zu klein. Ich hätte es nicht gesagt, aber die sind zu klein. Okay, nehmen wir mal den raus. Das ist ja eine Fummelei. Hallo? Okay, warte mal. Das könnte funktionieren. Wenn ich hier jetzt... Ja, mach das mal weg. Wenn ich hier jetzt nicht den einsetze, sondern den zum Beispiel. Das hatten wir schon, ne? Diese Lösung. Ja. Okay, das wird nichts. Vielleicht muss ich auch einen ganz anderen Weg einschlagen. Wisst ihr was? Ich probiere es mal hier oben rüber zu gehen. So. Ne. Den da. Jo, sieht gut aus. Okay. Dann von hier aus nicht den, sondern den hier. Achso, der funktioniert wegen dem dann nicht, ne? Okay. So. Kommt das hin? Weiß ich nicht. Müssen wir herausfinden. Nee. Nee, ach, guck mal. Der scheint... Nee, reicht auch nicht. Das ist ja eine Fummelei, du. Nee. Das geht nicht, ne? Nee. Okay, also muss ich hier lang weitergehen. Wie, das reicht nicht. Ach, komm schon. Da, Moment. Das funktioniert. Den hatten wir aber schon, ne? So, guck, nehmen wir mal an, dies hier ist der richtige Weg. Das sieht gut aus. So, und dann nicht der. Bisschen größer. Der da ist ein bisschen größer. Na, reicht noch nicht an groß. Okay, versuchen wir es mit dem. Okay, das passt auch. Aber da passt das hier jetzt nicht dazu, ne? Nö, zu klein. Vielleicht ist das sogar eine ganz gute Idee, von rückwärts daran zu gehen. Okay, passt. Gut. Nö. Die sind identisch groß, ne? Jetzt vielleicht den. Nee. Oh, warte mal, der könnte dahin kommen. Nee, der kommt nicht dahin. Cool. Der kommt dahin. Okay. So, dem Ganzen wieder ein Stückchen näher. Nur jetzt. Das funktioniert nämlich nicht. Okay. Das geht so nicht. Oh, das hätte auch geklappt. Warte mal, wenn ich den hier wegnehme, könnte das hier funktionieren? Irgendwie so. Ihr passt zusammen? Das glaube ich nicht. Nee. Das könnte da hinkommen, ist aber Blödsinn. Was für ein Fummelei. So. Und jetzt? Ja. Der ist für hier groß genug, aber nicht um da unten hinzukommen. Aber vielleicht geht es ja, wenn ich hier hinten... Nee, das hatte ich eben ausprobiert, ne? Ja, cool, das passt nicht. Schade. Das ist ja blöd. Also, wir sind uns darüber einig, dass der hier dorthin kommt, ne? Folglich passt hier nur der hin. Aber hier wird es jetzt fraglich, wie es weitergeht. Das funktioniert, ist aber blöd, weil dann komme ich... Der reicht nicht bis hierhin. Und der Kleine da oben? Nee, der passt dort nicht hin. Okay. Das geht nicht. Welcher ist? Der ist genauso groß, ne? Der ist ein Ticken größer. Ja, das ist cool, aber dann passt hier kein Weg hin. Das hatten wir ja schon herausgefunden.
Ja, das ist schön. Nee, das ist jetzt nur Fummelei. Wo mache ich es falsch? Du passt da nicht hin. Aber hier dazwischen, da sieht es doch so aus, als ob da einer hinkommen könnte, ne? Nee, der ist es jedenfalls nicht. Oder ist das irgendwie. Nee, farbliche Unterschiede gibt es da nicht. Okay, aber dann ist ja jetzt nur noch diese Größe übrig. Und das passt hier nicht. Toll! Window. Vielleicht muss ich hier unten auch anders denken. Guck mal da, der hin. Nee, der nicht. Sind alle gleich so viel größer. Nee, der nicht. Oh, warte mal. Wieso dreht der sich denn jetzt? Hä? So? Nein. Mist. Bist du ganz sicher? Wollen wir es nicht nochmal miteinander probieren? Okay. Also ein Ticken kleiner als dieser hier. Der ist ein Ticken kleiner, oder? Nein, ist er nicht. Das geht auch. Cool. Aber dann bleibt ja nur noch der da und das passt nicht. Doof. Der hier hin? Nee. Wieso dreht er sich überhaupt? Das verstehe ich gar nicht. Der, bist du sicher? Das könnte wunderbar funktionieren. Okay, und wenn der da. Guck mal, der rastet dort ein. Interessant. Der rastet hier ein. Das heißt, dann brauche ich hier da. Nee, nicht den. Der ist genauso groß, ne? Toll. Ach, wir hätten es fast gehabt. Fast gehabt. Guck mal, aber die beiden sind nicht baugleich. Die beiden sind baugleich. Mann, ist das ärgerlich. Der natürlich nicht. Okay, angenommen, der hier ist falsch und der ist erst richtig. Der rastet da ein. Cool. So. Halt, nee, warte mal, den möchte ich gerne lassen. Der. Okay, der rastet hier ein. Interessant. Der rastet hier dann nicht mehr ein. Der rastet da aus. So. Ja, aber wie denn jetzt weiter? Das geht ja nicht. Cool. Ne? Was für eine Fummelei. So, das bringt nur gar nichts, wenn hier keiner hinpasst. Nein. Nee. Toll. Aha. Warte mal, wenn ich jetzt den Kleinen da ansetze. Nee. So. Sag bloß, ich muss doch alle verwenden. Das wäre aber verrückt. Ich muss tatsächlich alle verwenden. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Wow. Okay. Klasse. Aha. Wie ist es nicht wichtig, ey? So, was haben wir hier? Ein Griff. Cool. Und eine Tigermarke. An diesem Haken hing offensichtlich etwas viel Größeres. Was meinst du? So, der Haken und die Tigermarke. Nee, der Griff. Warte mal, das sieht doch aus wie ein Zauberstab. Bum, 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 bum. Nein. Kann ich mit dem Griff das Ding hier rausziehen? Das geht nicht. Die Tigermarke ist hier noch nicht für. Das haben wir geschafft. Das haben wir auch alles hinter uns gebracht. Also, wenn überhaupt, wäre hier nur noch was mit dem Kaninchen, ne?
Kann ich mit dem Griff hier rumfummeln? Nee, die Tigermark hier irgendwo reinstellen. Wie komme ich hier überhaupt dran? Ach, da. So, Tigermarke. Okay, das hätten wir schon mal. Jetzt brauchen wir noch einen Elefant. Hier komme ich nicht ran. Was mache ich denn mit dem Griff? Keine Ahnung. Griff, 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 Griff. Was hast du denn hier? Ach, für dich sind die Dinger. Okay. Da habe ich auch noch nicht alle gefunden. Du? Nee, Quatsch, natürlich nicht. Ah, warte mal, ist das der Kühlschrankgriff? Oh, interessant. Eine Keule. Eine Möhre fürs Kaninchen. Und der Rest Kräuter und Soßen belegen alle Regale. Naja, das ist ja schon ein bisschen übersichtlich, ne? Das mit dem Gemüse ist zwar okay, wenn gleich auch ein bisschen eintönig, aber das hier geht ja gar nicht. Okay, also. Oh, und schon ist der Kühlschrank wieder zu. Gut, hier. Kaninchen. Guck mal, was ich da für dich habe. Oh. Was jetzt? Aha, ein Schlüssel. Und ein Chip. Wir haben auch noch Chips. Wofür ist denn der Schlüssel? Kaninchen, dir ist es gut? Das Kaninchen frisst Möhren mit einem solchen Appetit, als hätte es tagelang kein Futter bekommen. Ich fürchte, das ist so. Ach, die Chips sind hierfür gedacht, ne? So, Schlüssel, ja. Schlüssel könnte ich. Nee, nicht für den Tisch. Nee, 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 für die Kasse, ne? Jo, läuft. Was haben wir da? Lege die Plättchen in die Rillen der entsprechenden Farbe. Bitte? Oh nein, das ist eins von diesen Rätseln. Okay, das kann eine Weile dauern. So. Okay, das dauert eine Weile. Weil in diesen Rätseln bin ich erstaunlich schlecht. So. Siehst du, sag ich doch. Okay. Ja. Sag ich doch. Was? Das war so richtig? Echt? Also, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich bin da der absolute Vollpro drin, ne? Marke. Oh, warte mal. Marke für Popcorn. Drücke beide Knöpfe in der Reihenfolge so oft wie nötig. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie die richtige Reihenfolge ist. Der grüne scheint hier ein bisschen zu leuchten, ne? Aber ich habe keine Ahnung. Es passiert ja nichts. Das ist doch nur Clickbait hier. Hä? Halt! Hahaha. Rot, rot, grün, rot. Okay, das war's. Rot, rot, grün, rot. Rot, rot, grün, rot. Du verkohlst mich nicht. Ja, die Äpfel waren's, ne? Ja. So, dann wollen wir mal gucken, was hier drin ist. Oh, neun Rätsel. Okay. Ordne die Chips so an, dass das zentrale Element in allen fünf Chips grün leuchtet. Was? Was? Aha. Okay. Okay, aber hä? Aber was mache ich denn damit? Und vor allen Dingen, wie kann ich die anderen beeinflussen? Ich kann hier nur den drehen. Weiter geht es nicht. Okay. Nein. Okay, zwei sind grün. Cool. Aber wenn das nicht weitergeht, geht es andersrum raus? Nee. Aber es bewegt sich doch jetzt nur der hier. Hä? Hä? Verstehe ich nicht.
Ja, jetzt es bewegt sich immer nur dieser hier, ne? Aber wie kann ich die denn, wie kann ich denn weiterschalten? So geht's nicht. Nach daraus geht's auch nicht. Hm. Vielleicht, wenn ich den Augenblick mal, wenn ich den so drehe? Nee. Auch nicht. Das ist ja nicht. Okay, das hat hierauf keinen Einfluss. Okay. Hm. Merkwürdig. Okay, dass ich nach hier nicht weiter schieben kann, ist klar, weil hier ist zu Ende, ne? Aber der hier scheint explizit für den hier gemacht zu sein. Aber wie komme ich denn, wie kriege ich die denn irgendwie getauscht oder so? Weil ich brauche ja auch eine Chance, die da zu drehen. Das ist zentral, damit in den 5 Typs grün leuchtet. Ja, cool. Warte mal, wenn ich da. Ah. Okay. Okay. Gut, soweit so Gucci. Okay, damit kann ich erreichen, dass die drei dort so sind. Aber wie erreiche ich denn jetzt die beiden? Hm. Moment, könnte es sein? Aha. Okay. Gut, verstanden. Okay, so. Ich nehme mal an, die müssen alle nach oben zeigen, ne? Lass kurz ausprobieren. Ja, ist so. Okay, verstanden. Na, siehste. Und eine Mystery Box. Oh, okay. Noch eine Keule. Damit haben wir 5. Und hier braucht es einen 6-stelligen Code. Hm, na schön. Du bist dran, ne? Halt, warte mal. Nee, ich war mit dir noch nicht fertig. So. Das ist ziemlich cool. Was jetzt? Der Clown hat die Keulen in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet. Okay. Sekunde. Wenn ich jetzt mal Passwort kennen würde, ne? Dass das Telefon sich immer so schnell sperrt. Ich fotografiere das nochmal. Aber wo hatten wir denn einen Farbencode? Rot, blau, grün? Oder bedeutet das was anderes? Nee. Wo hatten wir denn einen Farbencode? Hier hatten wir einen Farbencode. Oh, Moment, kann das sein, dass ich die antickern muss? Nee. Nee. Okay. Hm. Oh, das ist die Nummer. Ahahaha. Okay, dann brauche ich jetzt einen Zettel und einen Stift. Okay, Sekunde. Oh, Mensch. Oh, dass ich das nicht schon mal vorbereitet habe, ne? Okay, also. Das hier habe ich fotografiert. Die Ziffern, die sind jetzt, ne? Also, die gucken wir uns jetzt an. Und dann heißt das, rot ist die 1, blau ist die 3. Oh, ich sollte auch ordentlich schreiben, damit ich das hinterher wieder erkenne. Grün ist die 6, gelb ist die 2, türkis ist die 5 und lila ist die 4. Wehe, das stimmt nicht. Gut, also zurück. So, das ist also 1, 3. Es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang, sonst würde das hier nicht funktionieren. 6. 2, 5, 5 und die 4. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt. Meine Relief.
Relief, Relief, doch Relief, da unten Relief. Das ist ein ganz schönes, langes Rätsel hier, ne? Ordne die Buchstaben in der richtigen Farbe, was? Der gleichen Farbe in der richtigen Reihenfolge an. Okay. Aber, okay, oben Silber, unten Bronze. Gut. Okay, also sortieren wir das erstmal so. Dann kommt das hier hin. Okay, jetzt sind die schon mal an der richtigen Stelle. Dann kommt hier das B hin. Da kommt das F hin. Da kommt das E hin. Das A, das C und das D. Und hier nehmen wir das F, E, C, A, B. So. Aha. Gut. Schicke Rätsel hier drin. 4 von 5 und noch ein Messer. Wir hatten schon ein Messer, aber dieses Messer ist viel besser geeignet, hier den Wurfstein rauszuzuppeln, ne? Nein, ist es nicht. Oh, schade. Na gut. Okay, sollen wir das Kaninchen damit schlachten? Weiß ich nicht. Und irgendwas muss ich auch noch mit dem Lineal machen. Moment, halt. Messer. Habe ich's doch gewusst. Okay. Cool und cool. So, die hier ist aber, die Zange ist ganz hervorragend geeignet. Jawohl, Vorsicht, das ist scharf. So, damit habe ich alle 5 Wurfsterne und mit den 5 Wurfsternen können wir hier oben an die heran, ne? Schieße alle Ballons ab. Oh, schade, daneben. Alter! Das gibt's doch nicht. Boah, bin ich schlecht. Ey, die hüpfen. Na, einen. Okay. Daneben. Das glaube ich jetzt nicht. Die wissen, dass da was kommt. Es braucht doch immer so einen kleinen Cooling-Moment, ne? Hey! Okay. Na? Jawohl. Oh, daneben. Schade. Alter, der ist voll ausgewichen. Ich weiß es genau. Ja. Ja, passt. Na, komm, den habe ich voll getroffen. Oh. Jupp. Jupp. Du entgehst mir nicht. Pass mal auf, du. Hehehe. Und ah, in dem letzten, natürlich, in dem letzten war ein Chip enthalten. 3 von 4, einer fehlt uns noch. Was mache ich denn mit dem Lineal? Irgendwas muss ich doch mit dem Lineal noch machen, ne? Da. Aber was mache ich mit dem Lineal? Ein Chip ist unter die Schublade gefallen. Ah, okay, gut, das war zu einfach. Okay, so, und dann hier hin und dahin und so hin. Cool, das war die richtige Reihenfolge. Astrein war es nicht, war so klar. Okay, was soll ich tun? Lege die großen Chips auf die Mittellinie neben die gleichen kleinen Chips. Was? Also jetzt, okay, die kann ich nicht bewegen. Also hier muss jetzt der Pinguin hin oder was? Okay. So, dahin. Dann lege ich dich gerne dorthin. Vielleicht, oder doch, oder ja. Oder weiß nicht, nee. Du kommst dahin, du kommst dorthin, damit du erstmal da Platz nehmen kannst. Dann packe ich dich hier, du da, du dort. Und dann so. So, war das so gemeint? Ich nehme es mal an. So, du kommst hier hin, damit du da. Nee, ein weiter bitte. Okay, und jetzt. Ach, warte mal, du bestehst da ja schon richtig. Ist ja schon alles gut. So, du dahin. Hier hinten kommt das Rad hin. Ich stelle dich mal da oben hin, weil dann habe ich hier ein bisschen mehr zum Rumtüddeln, ne?
weil das geht nämlich nicht hier. So und so und so. Dann kommt hier das Zirkuszelt hin und da der Lolli. So, ja, cool. Und, hey, wir kommen hier raus. Okay, cool. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Folge abgeschlossen. Ich weiß, verrückt, nicht wahr? Ja. Platz 3. Ich habe eine wilde Theorie. Wir gehen einfach nicht mehr da rein. 22. Wir gehen einfach nicht da rein. Und dann müssen wir nämlich auch nicht ausbrechen. Ha. Okay. Gut, Leute, das war der Zirkus. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.